Was geht und willkommen zurück zu Undisputed, zu unserer Boxerkarriere mit zukünftiger Boxlegende Paddy Vinci, The White One. Ja, bis dahin ist aber noch ein langer Weg und ja, in dieser Folge würde ich gerne mal gegen einen etwas älteren Boxer antreten. Die letzten Kämpfe haben wir alle gewonnen. Ihr seht, unsere Bilanz: 7 Siege, 4 durch K.O., 3 Niederlagen und 1 Unentschieden. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt auf Kampf verhandeln. Jalen Young haben wir schon. Hashim Watson haben wir auch direkt. Ich würde tatsächlich sagen, wir gönnen uns Hashim King für den ersten Kampf in dieser Folge. Wir versuchen es. Hashim King, er ist bevorzugt Körpertreffer. Okay, damit haben wir keine guten Erfahrungen. Hashim Watson war auch ein selber Kämpfertyp. Er ist ein Boxer-Puncher. Hat aber sein volles Potenzial schon ausgereicht. Der 26 Jahre, der Kerl, ist schon 69 overall und hat nicht mehr viel Potenzial. Ich würde sagen, wir nehmen den Kollegen einfach. Der hat die letzten Kämpfe anscheinend gewonnen, wie es aussieht. King, Hashim King. Ja. Wobei eins verloren. Das letzte verloren, die gegen Djatschenko. Gegen Djatschenko haben wir tatsächlich letzte Folge gewonnen, glaube ich, bin ich der Meinung. Ich würde sagen, wir verhandeln mal gegen den Kollegen. Mit dem Kollegen. Und ja, geschätzter Gewinn ist ziemlich niedrig. Wir machen da mal ein bisschen mehr. Gehen wir auf 30% hoch. Seven Hills Club ist okay. Kampfversicherung okay. Und ich würde aber sagen, wir machen mal 6 Wochen, weil ich glaube, Hashim King wird ein etwas härteres Kaliber. Sollte so erstmal ausreichen. Wir machen auch Verhandeln und er hat es tatsächlich auch angenommen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Fight Camp. Wir sind aktuell 65 overall und wollen wir... Achso, wir sind ja schon im St. Andrews Gym. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir da auch direkt. Und ja, was machen wir denn? Training. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen trainieren, Kraft aufwärts haken. Wir machen ja sehr, sehr viele Haken. Ich würde sagen, wir machen den Boxsack einmal. Dann auf jeden Fall Seilspringen oder defensives Sparring. Blockendeckung, belastbar. Wir machen mal defensives Sparring, weil ich glaube, dass wir eher ein bisschen defensiver agieren müssen. Jabs und Geraden. Dann machen wir mal den Trainingsdummy. Dann sind wir auf 40. Wir sind auf 40. Was sollen wir machen? Vielleicht noch mal was mit den Medien. Wir machen noch mal einen Social Media Post. Dann haben wir noch 2. Wir machen einmal Yoga, etwas easyhaftes. Yoga und dann machen wir Erholung. Ja, sind 80%, sage ich mal, oder auf 80 Erholung. Das ist nicht optimal. Ja, 6 Wochen ist irgendwie nicht geil, ne? Dann dürfte mein Training eigentlich nicht zu hoch sein. Wochenweise Erholung erhöht die Energie und senkt die Kampfbereitschaft. Ja, sollte aber passen. 95 Kampfbereitschaft. Im Gewicht sind wir auf jeden Fall und aufgeladen auch. Sollte, denke ich, passen. Wir können uns ja mal den Rückblick anschauen. Ja, Extended Fight Camp passt auch soweit. Dann würde ich sagen, nicht lang drum herum reden. Wir kämpfen gegen Hashim Watson im Seven Hills Club am 26. Januar 2027. Let's go. Cutscenes auf jeden Fall überspringen und dann geht der Kampf los. Ich bin echt gespannt, wie der Kollege hier fightet. Er ist, wie gesagt, ähnlich wie Hashim Watson. Ein Körper-Boxer-Punch auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben aber schon gegen... War das gegen Djatschenko oder war das ein anderer? Oder Blake Malik? Haben wir auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass wir auch gegen stärkere Boxer mithalten können. Vielleicht jetzt auch sogar hier gegen King. Ja, der boxt halt viel gegen den Körper gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ihr seht, das ist schon eine andere Hausnummer. Schöne Kran gerade. Ja,
Runde vorbei. Ja, relativ ausgeglichen, aber ich glaube, Nase ein bisschen von King vorn. Ja, schwache erste Runde in der Defensive. Ja, er hat auf jeden Fall einen Blitzstart eingelegt. Ich glaube, im Laufe der Runde sind wir dann besser reingekommen. Meine Geraden sind auf jeden Fall gut. Sollten wir weiter so behalten. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr auch auf Konter gehen und nicht aktiv drauf gehen. Ja, dann passiert nämlich das hier. Wir haben eine gute Beinarbeit und eine gute Ausdauer, deswegen sollten wir das vielleicht ausnutzen. Wir haben schon eine leichte Schwellung. Okay, wir lassen die Runde mal auslaufen. Ah, ihr merkt, ich rede sehr, sehr wenig zwischen den Runden. Muss auch mal sein. Meine Gesundheit ist okay. Ich muss mir das K.O. holen, sonst ist der Kampf vorbei anscheinend. Blocke tief, sonst könnten diese... Ja, also alles das, was wir eigentlich bereits wissen. Jetzt müssen wir vielleicht langsam ein bisschen aggressiver rangehen. Ja, diese Körpertreffer sind halt natürlich tödlich. Das war aber gut. Ich setze gute Treffer, aber irgendwie will er nicht K.O. gehen. Jetzt sind wir beide ziemlich K.O. anscheinend. Alter Schwede. Schöne Kombi gerade. Nein! Oh, ich dachte gerade eben. Okay, wir sollten die Runde auslaufen lassen. Puh, okay, sehr, sehr ausgeglichener Kampf irgendwie. Der Gegner ist aber müde, das ist gut. Und ich bin ein wenig in die Defensive geraten. Ich glaube, der Kampf ist relativ ausgeglichen, aber eher Tendenz zu Hashim King. Letzte Runde. Wir sollten nicht zu aggressiv. Ja, ihr seht's. Ja, die letzte Runde war eher meine. Und Hashim King hat sich die Anfangsrunden gesichert.
Das war klar. Okay, jetzt nur nicht K.O. gehen. Scheiße. Okay, das dürfte der Kampf gewesen sein, wenn wir ihn jetzt nicht noch zweimal K.O. hauen. Okay, wir schaffen es relativ früh aufzustehen, aber wenn wir ihn jetzt nicht K.O. kriegen, dann dürfte es das gewesen sein, leider. Ah, verdammt. Okay, let's go. Vielleicht jetzt nicht zu aggressiv. Okay, holy shit. Also wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann kriegen wir noch nach Niederlage durch K.O. Na, der wird jetzt wahrscheinlich eher defensiver agieren, weil er weiß, er hat schon gewonnen. Ja, okay. Ah, scheiße, da hat er mich wieder K.O. gekriegt. Ja, ja. Das war's leider. Das war's. Vielleicht haben wir Glück und kriegen das hier noch. Eine gedeichselten K.O.-Niederlage will ich eigentlich ungerne. Oh nein. Oh mein Gott, bei 9. Holy moly. Okay. Ja, ich denke, wir sollten diesen Kampf jetzt ohne K.O. beenden. Ja, ist eh schon vorbei. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, wenigstens nur ein Sieg durch Punkte. Eventuell sichern wir uns da so ein paar Ranglisten. Ja, Ranglistenverlust, sagt man das so? Ja, wir schauen mal, wie es aussieht. So, Belohnungen, ja, sind nicht so geil. Also 711 nur Einnahmen und 15 Ruhm Verlust sogar. Rangliste minus 1, minus 1, das geht einigermaßen noch. Bewertung natürlich nicht so geil. Und ja, ich würde sagen, ich überspringe mal bis zur nächsten Verhandlung. So, es ist der 11.5., sind ein paar Monate vergangen seit dem letzten Kampf. Und ja, wir können über den nächsten Kampf verhandeln. Wir haben wieder Xavier Gray, ich glaube, gegen den hatten wir schon. Dion Ross und Darius Williams. Ich glaube, Dion Ross war einer, gegen den wir eigentlich mal kämpfen wollten, aber der mein Angebot abgelehnt hat. Ich glaube, den nehmen wir. Wir nehmen ruhig mal Dion Ross als letzten Kampf. Ist, glaube ich, vom Overall ähnlich wie ich. Ein bisschen schwächer, aber ja, so dass wir vielleicht nicht den letzten Kampf auch noch verlieren. Er ist... setzt kurze Kombos ein und vermeidet Schaden. Also eher ein defensiver Boxer. Ist Kampfstil Schläger. Sollte passen. Wir verhandeln mal ein bisschen. Vielleicht ein bisschen mehr Gewinnbeteiligung. Machen wir 55%. Und wir machen mal 5 Trainingswochen. Okay, Gegenangebot. Gewinnbeteiligung müssen wir ein bisschen runtergehen. Machen wir mal so. 5 Wochen passt. Verhandeln. Jo, hat er angenommen. Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt im Fightcamp wieder. Wieder natürlich St. Andrews Sporting Club. Und wir machen mal hier ruhig, wir machen mal ein offensives Sparring. Dann machen wir mal vielleicht die Boxburner, um so ein bisschen unsere Geschwindigkeit und die Ausdauerwiederherstellung zu skillen. Ein defensives Boxburner vielleicht auch für Konterschlag. Wir machen mal Boxburner und einmal was Lockeres, nämlich Yoga wieder wie immer und Erholung. Ja, sind wir wieder bei 80, sehr gut. Sollte passen, sollte auch wieder exzellent sein. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Kampf rein gegen Dion Ross. Mal schauen, wir sind aktuell 68 overall. Mal schauen, den Kampf müssen wir gewinnen. So, das ist Kampf im WBC-Mittelgewicht, lese ich da gerade in den Infos. Ich weiß nicht, ob dann der Veranstalter immer jemand anderes ist, WBC, WBO, keine Ahnung. Wir haben ja aktuell auch 3 Merkmale, die mein Rutschtempo, also die Ausdauerkosten für das Rutschtempo, um einiges erhöht. Also das finde ich nicht so gut. Da müssen wir ja, langfristig auf jeden Fall was anderes suchen. Also auf jeden Fall etwas, ich sag mal, wie sagt man, schwerwiegender Boxer, dickerer Boxer. Könnte ja fast schon als Schwergewicht durchgehen. Ja, gute Kombi gerade. Okay, das war jetzt easy. Da hat er sich kaum gedeckt, obwohl seine... Boxermerkmale was anderes sagen. Er ist ja eher ein Defensiver und vermeidet Schäden, so stand es ja.
setzt aber gute kurze Kombos ein. Aber jetzt erstmal erster K.O. durch uns gegen Dean Ross. Sehr, sehr gut. Das heißt, die erste Runde gehört auf jeden Fall uns. Ein Gewinn durch Punkte macht das Ganze dann natürlich umso wahrscheinlicher. Aber wenn wir schon so weit sind, ihn in der ersten Runde K.O. Geschlagen zu haben, wollen wir hier natürlich auch durch K.O. gewinnen. Oh, scheiße, schöner Haken. Da habe ich eine falsche Deckung gesucht. Jetzt ein bisschen defensiver gehen in dieser Runde. Wir sind liegen auf jeden Fall vorne. Ein K.O. könnte das Ganze natürlich ändern. Erste Runde vorbei. Ja, auf jeden Fall unsere. Gerade weil es auch durch Chaos. Ja, war ein schöner Schlag, um ihn auf den Boden zu kriegen. Und tolle erste Runde. Wenn wir so weitermachen, dann soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Vielleicht kriegen wir ihn ja in dieser Runde schon K.O. Sollte jetzt aber nicht zu aggressiv rangehen. Oh, ja, ja, genau aus diesem Grund. Okay. Ja, so schnell kann es gehen. ein K.O. auf seiner Seite und ein K.O. auf meiner Seite. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ich war, glaube ich, doch ein bisschen zu aggressiv. Komm schon. Oh, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. So kurz vor Abschluss der Runde. Okay, aber wir machen es gut. Wir machen es gut. Der K.O. war auf jeden Fall nur ein Glückstreffer von ihm. Jetzt müssen wir aber konzentriert dranbleiben und so weitermachen wie zum Abschluss der letzten Runde. Dann kriegen wir hier vielleicht den Sieg durch K.O. noch hin. Nicht so. Ja, jetzt aber. Jawohl. Oh mein Gott, war das
heftig, richtig gestruggelt gerade, aber ja, ihr seht, ja, schöner Haken auf jeden Fall. Der wird da wahrscheinlich noch aufstehen können, aber ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Zumindest mit Punkten, hoffe ich jetzt. Ich habe es in der ersten Runde eigentlich gesagt, aber ich denke mal, der nächste K.O. wird seine Niederlage bedeuten. Wenn nicht schon diese? Ja. Glück gehabt. Er hat es nicht geschafft. Es war dann doch am Ende nochmal sehr spannend, weil er mich doch auch K.O. gehauen hat. Aber ja, ihr seht, wir haben durch K.O. gewonnen. Sehr gut. Krasser Kampf. War ein doch etwas schwieriger Gegner, als ich dachte anfangs. Aber wir haben es gemeistert. Ja, ihr seht, durch Punkte unentschieden, na klar. Aber am Ende geht der Sieg auf Paddy Vinci. So, Belohnungen sind mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig. Am wichtigsten sind mir die Rangliste und da klettern wir +2, +2 und VBO und SCI leider nichts auf. Aber immerhin, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier steigen wir ein paar Stufen auf bei den Aufgaben. Sehr, sehr geil. Ja, und ich würde sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, in dieser Folge ein Sieg, eine Niederlage zu verbuchen, aber insgesamt immer noch in der positiven Bilanz. Ich sage nochmal Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.